Aber vielleicht auch doch ein bisschen ungleiches Duell. Wir haben nämlich zweimal den BMW M4 mit dem Unterschied, dass einer Serienleistung hat, nämlich 510 PS und einer hat 900 PS, also fast doppelt so viel Leistung. Können wir jetzt auf jeden Fall mal gespannt sein. Die rechte Bahn mit der 2, die Startnummer zu 2026, das sind unsere Fahrzeuge aus der Klasse 2. Und ja, wir haben ein bisschen mehr Leistung. Ja, 286 km/h und da sieht man, das sind echte 900 PS. Das seht ihr jetzt mal einen Unterschied, ne? 286. Ja, nächstes Rennen, wieder aus dem Hause BMW. Ein Fahrzeug auf der linken Bahn, was zum ersten Mal heute startet. Ein wunderschöner BMW M3 Touring gegen den BMW M4 auf der rechten Bahn. Ja, der M4, 900 PS. War vorhin auch schon sehr schnell, ich glaube über 280 km/h. Weiße Lampen und dort, wo die Fahrzeuge stehen, haben wir zwei Sensoren und da gehst du quasi in die Stage, in die Pre-Stage und dann in die Stage. Wenn beide weißen Lampen leuchten, kann erst losgefahren werden. Meine war übrigens eine 10,5 mit 215. Ja, 900 PS reichen hier für zwei.